Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Hinter mir, da seht ihr den kleinen Ecto im Ghostbusters Hauptquartier blinken. Und heute, da habe ich für euch den etwas größeren Bruder. Lego 10274, ein 18 Plus Modell mit 2300 zerquetschten, also ich hoffe natürlich nicht zerquetschten, aber 2352 Teile. Ein Set, auf das ich mich übelst freue. Es ist noch nicht allzu lange her, da habe ich euch den kleinen Ecto gezeigt. Das hier ist der große. Da habe ich das ja schon angerissen. Das ist so im Prinzip aus der Kindheit. Man kennt den Ecto. Es ist der meiner Meinung nach berühmteste Leichenwagen der Welt. Hat für mich persönlich jetzt auch keine sentimentalen Gründe oder Zeitgeistgründe, den zu bauen oder so. Das ist einfach nur, wo ich sage, das ist ein Wow, das steckt so in den Köpfen drin. Ich denke mal, wenn man das sieht, man liebt dieses Fahrzeug oder man hasst es. Bei mir ist es, ich mag dieses Fahrzeug und ich bin wirklich gespannt darauf, ihn zu bauen. Auf der Rückseite nochmal so ein paar kleine Detailansichten. Hier sind auch die, nee, auf der Seite sind die Maße und hier ein Foto, wenn ich das richtig deute. Ich habe mir den Karton nicht angeguckt, aber das ist sogar ein Foto von dem echten. Genauso sieht es aus. Und wenn ich darauf die Fotos so gucke, scheinen das die Bilder zu sein oder scheinen das schon Bilder zu sein von dem neuen Film, von dem vierten, fünften, 95. Teil. Ich weiß das, glaube ich, gar nicht. Es gab für mich diesen einen Teil. Die anderen habe ich mal irgendwo so nebenbei im Fernsehen verfolgt. Ich bin da so der Einstellung, ein Teil gut gewesen ist. Lass die Finger davon. Mach keinen zweiten Teil. Das geht zu 90% in die Hose. Deswegen gucke ich die normalerweise nicht. 50 cm lang steht hier, 22 cm hoch. Genial. Lee Light sagt mir überhaupt nichts. Light Tailing ist ein Begriff. Light Tailing hat auch ein Beleuchtungsset dafür. Ich habe mir dieses bei eBay geholt, weil es ein klein bisschen günstiger gewesen ist und es verspricht Sound. Das alleine. Dieses Auto ohne Sound, ein No-Go. Wenn das still über die Straße fährt, das macht keinen Spaß. Ich will das mal aufreißen. Wir wollen doch mal, hier fällt alles auseinander, wir wollen doch mal reingucken, was ist da alles so drin. 2300 irgendwas Steine, die wollen gebaut werden, die wollen auf dem Tisch landen. Das macht Krach, das macht aber hoffentlich auch Freude. Bauschritte sind hier sortiert. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass eine Bauanleitung in einem separaten Karton bzw. in so einem Versandumschlag oder wie auch immer in solch einem Set dabei ist. Ein Telefonbuch, sage ich euch, für 2300 Teile. Und hier klappert noch was, das können nur die Sticker sein. Das ist im Prinzip so eine Sache, wo ich sage, ah, sorry, ihr bringt hier ein 18 Plus Modell. Also Lego bringt hier bewusst ein Set auf den Markt, von dem sie wissen, das bauen Erwachsene. Dieses Set kostet, ich weiß es gar nicht, 5800 Euro aktuell bei Lego. Gefühlt Spaß, 199 kann das sein. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich werde es noch recherchieren, werde ich euch gleich ankündigen. Aber liebe Freunde, warum investiert ihr nicht hier in diese, es sind 15 Aufkleber, wenn ich das richtig sehe. Die Nummer 15 ist das höchste, also werden es 15 Aufkleber sein. Hinter mir steht Karl auf Eisenbahnschienen, gefühlt 100 bedruckte Fliesen für 120 Euro. Nur mal, damit ihr so ein kleines... Ihr wisst, was ich damit sagen will. Also hier für ein 18 Plus Modell hätte man Drucke machen können, weil hier geht es ja bewusst auf eine Zielgruppe, die das ins Regal stellen soll und die da nicht wieder großartig draus bauen soll. Anleitung ist Lego gewohnt. Sie ist bunt, sie ist herrlich, es wird nichts ausgegraut, es wird nichts wegradiert, es wird auch nichts verblasst, es wird alles so ein bisschen
umrandet grün, was man bauen soll. Lustig finde ich Bauschritt 119, da hier werden wir gefordert 18 plus. Ich muss meckern, es tut mir gerade leid, so schön wie dieses Set ist, aber hier meckere ich. Lego, ihr habt es hier mit Erwachsenen zu tun und dann geht ihr im Bauschritt 119 her und verbaut zwei Pins. Dass Kinder nicht gefordert werden sollen, das verstehe ich. Das verstehe ich von vorne bis hinten. Da gehe ich ein Stück weit sogar mit. Aber einen Erwachsenen, dem hätte man auch vier Pins gönnen können. Wäre das Ding nur halb so dick geworden, hätte nur halb so viel Papier gebraucht, wären also nicht 20, sondern nur zwei Bäume dafür gestorben. So, genügend gemeckert. Ich will dieses Set und das Set wird genial. Egal wie sehr man darüber jetzt wieder meckern und lästern kann, lassen wir jetzt alles mal so stecken. Ich sortiere mir das hier durch, fange mit Bauschritt 1 an und dann hoffe ich, dass das hier schnell zu Ende geht und ich hoffe, dass das wirklich was genauso Gutes wird wie der Ecto, der da hinter mir steht, wenn nicht sogar besser. Die ersten zwei Bauschritte sind hinter uns gelassen und irgendwann ist es mir dann die Schuppen von den Augen gefallen. Das hier ist zwar der Ecto aus den Ghostbusters, so wie man ihn kennt, aber schon anscheinend in der modifizierten Version, wie es jetzt für diesen neuen Film gebraucht wird. Warum ist mir das klarer geworden? Weil diesen Schleudersitz, an den kann ich mich bei bestem Willen nicht erinnern. Ein Feature, was ich auch nur aus der Vorschau für den neuen Film gesehen habe. Also da ist es dann wohl schon so weit, dass das hier der neue Film ist. Das Ganze funktioniert relativ simpel. Ich komme mal so ein bisschen näher ran. Ist ja mit dem ganzen Schwarz hier alles ein wenig schwer zu erkennen. Man drückt hier drauf und dann seht ihr schon, wie dieser Sitz nach draußen geschoben. Hier zurückgehen, ziehen funktioniert nicht. Man hat uns hier auch einen Pfeil gesponsert. Da weiß man dann, man drückt hier also drauf und schon geht dieser Stuhl später dann wieder ins Auto. Es ist alles ein wenig schwer zu erkennen. Ich hoffe auch, dass ich mich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise wiederholt habe, weil ich hatte hier jetzt Minimum eine dreiwöchige Pause bei mir im Studio. Zum einen war Weihnachten, Silvester und dieses ganze Gedöns, was man einmal im Jahr völlig überraschend auf einmal hat und feiert und tut und macht. Zum anderen ärgert mich meine Kamera. Ich habe es immer mal wieder angesprochen, dass es mich stört, dass ich hier eine Bogenkamera habe. Also die Erdkrümmung ist durch diese Kamera super sichtbar und das auf meinen 1,50 Meter, der hier vor mir ist. Zugleich verwirft sie ganz gerne immer wieder die Einstellung, die man beim Video hatte, das Bild. Also ich persönlich bin damit aktuell todunglücklich, obwohl dieses Ding gar nicht mal so günstig gewesen ist. Never touch a running System. Ich habe es damals relativ gut gehabt mit Ton und Bild und irgendwann ist da ein Teil kaputt gegangen. Jetzt fange ich langsam aber sicher an, das Ganze zu modernisieren, so möchte ich es mal nennen. Eine neue Kamera ist ins Auge gefasst, aber Freunde, seid mir nicht günstig. Diese Technik ist wahnsinnig teuer. Wir werden also mit diesem Bild jetzt noch so ein klein bisschen leben müssen. Also mindestens noch 3-4 Monate, wenn nicht noch ein dummer Zufall passiert. Dann wird es hier dann wohl auch eine neue Kamera geben und solange werden wir das Ganze hiermit noch irgendwie überleben, denke ich mal. Über Steine brauchen wir bei diesem Set natürlich nicht zu reden, die sind soweit völlig in Ordnung. Viel Gelb ist hier mit drin, warum auch immer viel Gelb, kriegen wir zu sehen, was davon alles verschwindet, was man später so davon sieht. Eine Lenkung wird das Ganze auch haben, am Lenkradius kann ich jetzt schon erkennen, das wird natürlich nicht der Brüller sein, das reicht, um ihn mit eingeschlagenen Rädern ins Regal zu stellen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mehr oder weniger diese Unterbrechung jetzt auch genutzt, um so ein bisschen in dieses Set wieder reinzukommen. Neben mir liegen viele Tüten, mittlerweile arg durcheinander. Wird sich jetzt alles ändern. Das Ding wird jetzt fertig gebaut, denn es sind so viele schöne Sets in den 3 Wochen hier angekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alleine darüber würde es sich lohnen, mal ein eigenes Video zu machen. Vielleicht mache ich das sogar noch, bevor das Ganze hier kommt. Ich habe noch keine Ahnung.
Eine Ahnung habe ich eigentlich nur, dass ich das hier ganz gerne fertig haben möchte. Ich möchte es euch zeigen und auch mit Licht, denke ich mal, werde ich auch schon erzählt haben, dass das Ganze beleuchtet wird und auch Geräusche machen soll. Sind wir also gespannt, um das rauszufinden, muss der hier natürlich erstmal fertig werden. Und da kümmere ich mich jetzt drum. Na, 33 Bauschritte. Hier bin ich wieder. Ich bin schwer gelangweilt. Das hat nichts mit dem Set als solches zu tun, also Set im optischen Sinne. Hier geht es einfach nur um das Bauen. Ich baue wenig mit Lego. Bei mir ist das Jahre her, dass ich mit Lego wirklich in großen Stil gebaut habe. Aber so unterfordert, wie man mittlerweile ist, um ein Lego-Set zu bauen. Ich weiß gar nicht, warum die hier oben überhaupt noch hinschreiben, welches eine Teil man sich nehmen soll, weil es verbaut wird. Man guckt einfach auf das Bild. Hier platzen gerade sämtliche Illusionen, die ich jedes Mal hatte. Nichts gegen YouTuber, um Gottes Willen, ich bin ja selber einer. Aber ich habe da immer gesessen, habe mich gewundert, wieso macht er jeden Tag ein Video? Wie kriegt er das hin, dass er jeden Tag ein Lego-Set auf seinem Tisch stehen hat? Mittlerweile weiß ich, wie das geht. Das ist ja so ein stupides und langweiliges vor sich hergebaue geworden. Wie gesagt, das hat nichts mit dem Set zu tun, was hier entsteht. Das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Sache. Aber der Weg dahin, Mann, ist das langweilig. Ich kann da nur von mir reden. Ihr seht da hinter mir, was da so für Sachen stehen, wo man aber auch beim Bauen nochmal gefordert wird. Aber hier nimmt man sich ein Teil, steckt es dran, nimmt sich das nächste Teil, steckt es dran. Das ist so langweilig geworden mittlerweile. Also ich bin froh, wenn ich hier durch bin. Ich war ja noch nicht weit und ich habe nicht viel gemacht und bin jetzt schon hier angekommen. Also ich glaube, von der Größenordnung kann man zwei am Tag bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Bitte verallgemeinert das nicht. Ich weiß, dass es viele, viele Leute gibt, die das nicht können, die Tage und Wochen mit sowas brauchen, für sowas brauchen. Aber in meinem Falle muss ich sagen, ich langweile mich hier gerade zu Tode. Und ich bin ja sogar der Meinung, war das nicht sogar ein 18-Plus-Set? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich den Karton habe. Ist schon zu lange her, dass ich mit dem Ding angefangen bin. Mensch, zwei, drei Steine mehr pro Baustein und das könnte auch mehr Spaß machen, wenn man mal zwei, dreimal gucken muss. Wie haben sie das gemeint? Ist ja hier nicht. Naja, ist so, wie es ist. Reden wir lieber über das Modell. Ich komme nämlich jetzt dazu, bevor das Ganze geschlossen wird. Hier hat uns Lego einen richtig schönen großen, Print gegönnt. Diese ganzen, ja, ich nenne sie mal liebevoll Kackeflecken, weil es sieht nicht unbedingt wie Rost aus, auch wenn es das sein soll. Dreckspritzer, wie auch immer. Sie sind auch relativ stupide, weil sie immer
gleich aussehen. Sie sitzen immer an den gleichen Stellen. Sie sind immer gleich. Hätte man also da ein bisschen mehr Mut. Das ist eine Computerdatei, die hätte man anders designen können, ohne Probleme. Hat man nicht gemacht. Ist so, wie es ist. Was aber wirklich schön ist, es sind diese Trans-Clear-Sticker. Das heißt also, die Farbtreue von den Steinen bleibt erhalten. Das rechne ich dem Ganzen hoch an. Das hier ist natürlich auch ein Print. Hätte man sich ja auch schenken können. Nee, das ist ein Print, das ist ein Sticker. Ich lab ja hier wieder einen Blödsinn. Das ist ein Sticker, genauso wie es hier hinten nur ein Sticker ist. Also da hat man sich nicht getraut, uns auch mal einen Print an der Hand zu geben. Hier drin die Uhr und hier Tonbandgerät und so ein Kram. Und auch hier oben im Armaturenbrett. Das sind wiederum alles Prints. Besonders schön finde ich hier oben. Nee, ich muss mich rantasten. Da. Also das Cockpit, das finde ich, ist wirklich schön gemacht. Hat man sich aber auch hier wieder für einen Sticker entschieden. Die beiden runden Plates, das sind wieder Drucke. Hier unten, das auch ein Sticker. War ja nicht anders zu erwarten. Der Motor hier vorne ist schön angedeutet. Gibt es überhaupt nicht zu meckern. Wir haben eine Batterie, wir haben so ein paar Kabel damit bei. Luftfilter ist soweit mit angedeutet. Ansaugstutzen, soweit eine schöne Sache. Wir haben sogar selbst einen Keilriemen. Die Jüngeren werden noch Keilriemen kennen. Nee, die Älteren, die Jüngeren kennen ja nur noch Steuerkette heutzutage. Hier, da ist der Übeltäter. Wenn der mal gerissen ist, oh je, da musste Mama die Strumpfhose ausziehen, damit das Auto weiterfahren konnte. Hatten alle was davon. Papa war froh und das Auto fuhr auch. Türen lassen sich hier öffnen. Diese hier ganz, die nur ein bisschen, die hier gar nicht. Wieso lässt die sich hier gar nicht öffnen? Die lässt sich gar nicht öffnen. Das ist nur eine Attrappe. Ich war der Meinung, die hätte sich auch öffnen lassen. Pustekuchen geht nicht. Also wie gesagt, die beiden Türen lassen sich öffnen. Die hier für den Schleudersitz, gucken wir mal, ob er noch funktioniert. Jawohl, tut er noch. Es ist blöd zu sehen, weil es schwarz ist. Aber ich habe es euch ja versprochen. Der Onkel arbeitet an einer neuen Kamera. Und dann wird das hoffentlich in Zukunft alles Geschichte sein. Türen, die man aufmachen kann, kann man selbstverständlich auch wieder schließen. Also eine Tür mit zwei Funktionen. Auf und zu. Wer das Ganze nicht designt hat. Lego hat es ja umgesetzt. Also wer das bei Lego umgesetzt hat, vor dem ziehe ich so ein bisschen meinen Hut. Der kommt anscheinend aus der Seefahrt. Woran kann man das erkennen? Ich muss eventuell noch ein bisschen zurückbauen, um euch das... Nee, brauche ich gar nicht, um euch das zu demonstrieren. Eingefleischte Seefahrer werden es wissen. Es gibt Steuerbord und Backbord auf dem Schiff. Und jeder hat schon mal ein Schiff gesehen und jeder weiß, es hat auf der einen Seite ein rotes Licht und es hat auf der anderen Seite ein grünes Licht. Ich selber bin nicht aus der Seefahrt, aber ich habe es schnell gegoogelt, weil mir ist das hier immer aufgefallen. Also Backbord ist rot, Steuerbord ist links. Backbord ist links, ist grün. Mensch, jetzt kommen hier so viele Sachen, jetzt haue ich hier alles durcheinander. Also Backbord links, Steuerbord rechts. Backbord muss also rot sein. Schaut mal hier. Hier drin. Ich kann das Ding auseinanderrupfen. Werdet ihr das immer wieder finden. Steuerbord rechts. Hey, da seht ihr das gleiche Teil in grün. Wenn ich jetzt mal hergehe, kriege ich das noch so ohne weiteres wieder auf. Ich weiß, ihr glaubt mir das mit Sicherheit auch so. Werdet ihr mir vielleicht auch müssen. Andere, die es gebaut haben, werden es vielleicht sogar gerne hier schriftlich bestätigen. Aber ich brauche eigentlich bloß mal hier die Klammer wegnehmen. Da haben wir es wieder. Backbord, Steuerbord. Also hier ist irgendjemand detailverliebt bei der Seefahrt unterwegs, hat also auch darauf geachtet, dass das Rot und Grün richtig positioniert ist. Hut ab dafür, finde ich lobenswert, auch wenn ich mich immer frage, warum. Hier unten finden wir es nochmal wieder, Rot und Grün. Zieht sich durch das ganze Modell, finde ich herrlich. Und auch immer an der richtigen Seite. Da wurde sich also nicht einmal vertan. Ihr seht das bis hierhin noch. Also es sind wirklich viele, viele Farben. So langsam aber sicher fangen sie an zu verschwinden. Steuerbord, Backbord haben wir drüber gesprochen. Ist ganz witzig, ist drin. Hier war es nicht mehr.
die Motorhaube. Jetzt kann ich sie ja zumachen. Jetzt haben wir einen kurzen Blick auf den Motor geschmissen. Und schon können wir auch mal hier, ich muss wieder rankommen, damit ihr das vernünftig sehen könnt, und zwar die Front. Und die Front, das sieht meiner Meinung nach schon wirklich großartig aus, bis auf diese ganzen Rostflecken. Also ich weiß, Film und authentisch und bla bla bla. Ich glaube, ohne würde das Ding tausendmal besser aussehen. Ich mache es mal drauf. Sie gehören zum Set. Ihr wollt mit Sicherheit wissen, wie sieht das damit aus. Also mache ich es drauf. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich die dann irgendwann mal wieder abpopel. Also mir gefällt das nicht so wirklich. Motorhaube lässt sich natürlich dann später öffnen. Zweite Funktion, Motorhaube. Man kann sie auch wieder schließen. Lenkrad hat auch zwei Funktionen. Man kann es drehen nach rechts und man kann es drehen nach links. Also das funktioniert. Hier hinten wird noch irgendwie eine Funktion kommen. Bin ich gespannt drauf, was es ist. Noch ist es nicht sagen, aber es ist da. Wenn ich das rauskriegen will, was da passiert, muss ich es natürlich bauen. Also höre ich jetzt wieder auf zu quatschen und baue weiter. Und sechs Bauschritte. Da steht ein Ektor. Ein Ektor, der mir ein wenig fremd ist, weil er ja jetzt aus der Neuverfilmung rauskommt, also auch ein bisschen modifiziert ist. Aber unterm Strich ein Ektor. Hinter mir seht ihr ja, da blinkt der Kleine. Den jetzt dagegen zu stellen, das wäre völlig sinnbefreit. Dazu hätten sie den gleichen Maßstab haben müssen. Dann würde sich das eventuell lohnen. Hier sind jetzt natürlich einiges an Aufbauten dazugekommen. Ihr seht sie die ganze Zeit. Ich muss sie natürlich nicht zeigen. Wer den Speedbuild geschaut hat, der hat gesehen, dass selbst in der Dachkonstruktion ist man sich dieser Steuerbord-Backbord-Regelung mit Rot und Grün treu geblieben. Also Treue bis zum Schluss stecken in diesem Design drin. Ob es jetzt der Designer war, der das eingeführt hat, oder dann Lego, die es umgesetzt haben, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Wer es weiß, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder habt ihr das selber gar nicht gewusst und ich habe euch da erst gerade drauf aufmerksam gemacht. Ich drehe es mal gerade um. Wir haben hier eine Heckklappe und die Heckklappe kann man öffnen. Die war noch nicht mit dabei. Hier drin ist dann jetzt... Ach, ihr seht es ja gar nicht. Das ist jetzt hier wie so eine Geisterfalle, das kenne ich noch, aber die ist jetzt auf einmal motorisiert. Also nicht mehr so schön am Kabel, wo man sie geschwungen werfen kann. Man drückt mit dem Fuß drauf, das Ding springt auf. Die Zeiten scheinen also vorbei zu sein. Hier hat das Ganze noch ein Spielfeature. Jetzt muss ich das Ganze hier mal wegziehen. Man kann nämlich hier einen Mechanismus ziehen und dann kommt diese Falle automatisch aus dem Auto rausgefahren. Funktioniert wunderbar, alles geht geschmeidig und diese kleine Falle kommt hinten rausgefallen. Auch die Tür wieder mit zwei Funktionen, öffnen, schließen. Einfach nur herrlich. Man hat dann hier oben auf dem Dach hat man die Lenkung angebracht. Man sollte das aber lieber nicht Lenkung nennen, weil wenn man hier lenkt, da passiert nicht wirklich viel. Also ein Wendekreis, der ist irrsinnig. Was aber passiert? Das ist während des Fahrens, dreht hier oben sich so ein bisschen was auf dem Dach. Ist sehr, sehr witzig gemacht. Sieht super aus. Also dieses Auto bringt für die Kleinen sogar noch einige Spielfeatures mit, weil im Regal verschwinden diese komplett, sind nicht mehr sichtbar. Hier sind jetzt noch ein paar Sticker dabei gekommen, aber es waren auch nochmal
Prinz mit dabei, so wie ich ja. Hier ist irgendwas locker. So wie ich ja schon zeigte, dass dieses große Symbol hier eindeutig. Oder ist das nur diese kleine Falle hier hinten gewesen? Nein, hier ist irgendwas. Hier ist was locker in dem Ding. Das finde ich ja schon wieder faszinierend. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber irgendwas schlackert hier drin rum. Völlig faszinierend. Ich werde natürlich noch ergründen, was das ist und werde es wieder an seinen Platz bringen, hoffe ich mal. Finde ich lustig. Ich sehe erstmal nichts. Ich höre es nur. So, sei es wie es ist. Der kleine Freund kommt erstmal wieder hier rein. Unterm Strich zu diesem Modell, was kann man da sagen? Ich glaube, ich habe das schon gesagt, dass ich mich beim Bau gelangweilt habe. Das geht hier also wirklich, man muss sich da nicht viel angucken. Man guckt sich ein Bild an und baut es einfach nach. Man muss sich im Grunde genommen nicht einmal die Steine zur Seite legen. Das habe ich nur gemacht, wenn es dann mal ein paar mehr gewesen sind. Aber hier kommen immer so 2, 3, 4 Steinchen. Da guckt man sich das Bild an. Man kann auch gerne mal eine Seite weiterschlagen, guckt sich dann nochmal das Bild an und baut es nach. Also wie gesagt, gefordert wird man bei so einem Set mittlerweile überhaupt nicht mehr. Das finde ich so ein bisschen schade, weil wenn ich heutzutage so durchs Fernsehprogramm seppe, und das passiert mir eigentlich eher weniger, wer mich kennt, der weiß, also ich kann auch auf dem Fernsehen verzichten. Das ist für mich also überhaupt kein Problem. Radio bringt auch Nachrichten, das reicht mir völlig aus. Aber wenn man dann da durchgeht und man sieht irgendwelche Quiz-Sendungen, in denen die Antworten schon in den Fragen stecken und man feiert sich dann auch noch riesengroß, wenn man diese, nennen wir es einfach mal, Frage beantworten konnte, naja, dann passt das hier wirklich super in unsere heutige Zeit. Bloß nicht zu viel von den Leuten verlangen, weil ein dummes Volk lässt sich nun mal leichter regieren. Das ist leider so. Klappt auch hier. Da mache ich dann schon gleich wieder alles kaputt. Das war jetzt natürlich überhaupt nicht gewollt und nicht geplant. Das muss ich dann nachher wieder schön zusammensetzen. Geht jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mir da mit meinen eigenen Steinen im Weg bin. Mache ich gleich. Ich bin ja mit dem Set noch nicht fertig. Also wie gesagt, also hier bitte Lego, verlangt ein wenig mehr von uns. Nehmt mal 4 Steine, nicht immer nur ein für so einen Bauschritt. Weil ansonsten denke ich mal, naja, bei mir ist das jetzt alles so um die 40 Jahre her. Rechne ich jetzt nochmal 40 Jahre weiter. Ich werde es zwar nicht erleben, aber dann kauft man sich ein Lego-Set und aus dem Geschäft kommt einer mit dabei, der baut einem das. Das ist nämlich der nächste Schritt, der hier irgendwann zwangsläufig mal kommen muss. Oder wir bekommen das wirklich gleich fertig so ins Regal gestellt und müssen es nur noch kaufen. Mag auch sein. Also da bitte Lego wieder ein paar Jahre zurück. Macht es wieder ein klein bisschen schwieriger. Fordert die Leute. Das kriegt trotzdem noch jeder hingebaut. So, was mir jetzt noch fehlt zum Glück, das ist dieses kleine Kästchen. Ich habe das mal bei eBay gefunden. Habe mir das sofort bestellt, weil ich denke, das hier, das darf ruhig blinken und blitzern. Und Töne machen soll es angeblich auch. Und da sind wir jetzt mal gespannt. Minuten, naja, ich glaube, es ist sogar insgesamt eine Stunde später gewesen, ist aus dem halbwegs bespielbaren Modell ein reines Standmodell geworden. Also zum Spielen lädt hier nichts mehr ein. Das Ding ist pickepacke vollgepackt mit LEDs und Kabeln und einem Lautsprecher und USB-Schwänzchen.
Das hier ist nur Stromversorgung für mich, weil diese Dinger, da verzichte ich ganz gerne drauf. Eine Fernbedienung, zu der kommen wir später noch. Was soll ich sagen? Hinter mir seht ihr, da blinkt so ein kleiner. Hier soll der große jetzt noch blinken. Wird er blinken? Ja. Er macht auch Sound. Ja, ich habe das schon getestet. Das ist die erste Funktion, die ich wieder abschalten werde. Das war von Lilight Go, ist das Lichtset. Problem im Karton war keine Bauanleitung oder keine Installationsanleitung, so wie beschrieben. Musste ich mir die also online runterladen. Hat alles soweit funktioniert, war 2-3 Minuten Sache, hatte ich meine Installationsanleitung. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich die nicht von von Lighthailing genommen habe. Warum? Zum Teil sind hier die Kabel bei Lilight ein bisschen kurz. Es reicht, aber es ist zum Teil eine ganz schöne Quälerei gewesen. Die Steine, die man hier rausnehmen muss und die ersetzt werden, das ist ganz normale, billigste Ware, die man in China bekommen kann. Klemmkraft ist da relativ schlecht. Bei Lighthailing weiß ich, wenigstens bekomme ich Lego-Steine, wo meine LEDs mit drin sind. Go-Bricks würden mir ja auch reichen, ist es aber nicht. Also das hier ist billigste Qingbao-Qualität, würde ich mal so sagen. Noch nicht einmal der gehobene, sondern das, was runterfällt, was abends zusammengekehrt wird. Ich glaube, das ist das, was die sich nehmen, um diese Lichtsets zu machen. Funktion, es macht Krach, es macht Licht, aber hierauf reagiert es nicht. Der Empfänger liegt hier vorne im Motorraum. Hier, ich kann das öffnen, tun und machen, wie ich will. Es reagiert nicht auf die Fernbedienung. Das hat alles Strom, das kann ich sehen. Hier ist, das ist wie Mäusekino. Es, sogar alle drei Platinen, die hier drin sind, die leuchten. Ich habe es ausprobiert. Wir werden gleich den Krach machen. Dann versteht ihr auch, warum ich sage, der Lautsprecher ist das erste, was ich wieder ausschalten werde bei dem Ding. Hier sind drei Situationen programmiert, würde ich mal so sagen. Einmal die ganz normale Sirene, einmal so ein bisschen Simulation vom Türzuschlagen bis zum Losfahren, gehen auch so ein paar Lampen. Ich glaube, da habe ich 2-3 Stecker vertauscht. Das funktioniert nicht ganz so gut. Und dann nochmal den Song, den eigentlich jeder kennt, wenn er dieses oder dem an durch den Kopf geht, wenn man dieses Auto sieht. Ich werde dazu mal gar nichts sagen. Ich werde das jetzt einfach mal anschalten und dann lassen wir den Ding ihren Lauf. Ich hoffe, ihr habt Oropax bei euch liegen. Das ist schrill. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Also das tut mir weh im Ohr. Also ihr seht hier oben die Blaulichter, die zittern da so ein bisschen, wie sie das gehört. Vorne auch nochmal. Die normalen Scheinwerfer bleiben an. Der hier hat keine Innenbeleuchtung. Die ist hier. Da habe ich drauf verzichtet. Drehen wir es nochmal um. Hier seht ihr auch nochmal blau und auch sämtliche Heckleuchten beleuchtet. Ihr seht hier unten flattern die ganzen Module rum. Die will ich noch festmachen, weil, wie gesagt, der hier macht nichts. Obwohl ich hier sehe, und ihr seht es auch, also Strom hat das Ding. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann ihn leicht kippen. Und dann habe ich hier unten nochmal einen Schalter. Da ist dann jetzt so ein Programm hinterlegt. Jetzt steht er, ihr seht es gerade, auf der Bremse. Der Motor wird gestartet. Hupen muss sein. Also er steht zumindest lange auf der Bremse. Licht vorne ist auch an. Also das funktioniert, aber das ist wirklich nur Spielerei. Spielerei vorm Herrn. Da hat er mal kurz gebremst und dann geht's von vorne los. Dann gibt es hier noch das letzte Programm. Ich glaube, das kennt dann wirklich jeder. Das ist das gleiche Programm, nur nochmal mit Musik. Und das tut weh in den Ohren. Ich sehe den Ausschlag von meinem Mikrofon hier. Ich glaube, das ist jetzt alles völlig übersteuert. Ob ich das jetzt vernünftig ins Video bringe, weiß ich auch noch nicht. Also, es ist
witzig gemacht, aber es braucht kein Mensch. Es braucht wirklich kein Mensch. Ich mache das mal schnell auf, weil alleine wegen dem Lautsprecher, denke ich mal, werde ich jetzt, ihr werdet jetzt Video gucken, Werbung gucken müssen, wie doof. Ich habe da jetzt nichts mehr von, weil ihr das gehört habt. So nett ist YouTube. So, dann drehen wir das nochmal um. Ich nehme hier die Höllenmaschine raus, insoweit das überhaupt noch geht. So. Da muss ich mir dann irgendwie noch was... nicht kaputt machen. Nichts kaputt machen hier. Da lasse ich mir noch was einfallen. Irgendwie kriege ich das vernünftig hingestellt, sodass das dann vernünftig ins Regal passt. So. Und so gefällt mir das schon viel besser. Es ist leise, es ist nicht so aufdringlich, aber es macht genau das, was ich haben wollte. Es ist so ein bisschen Mäusekino. Ich mache mal hier mein Licht aus. Da ist noch eins an. Ich weiß, das übersteuert jetzt in der Kamera wieder mächtig, aber ihr könnt sehen, vorne wie hinten passiert hier was. Mir gefällt's. Fürs Regal ist es allemal ein Hingucker. Da freuen sich die Augen wieder und alles ist schick. Also wie gesagt, mir gefällt's. Gefällt es euch auch? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Mich würde es nämlich interessieren, ob das auch was für euch ist. Nur der Ecto alleine ist prinzipiell für mich schon eine schöne Sache. Mit dem Licht wird er im Regal mit Sicherheit noch um einiges besser aussehen. Oder ich hoffe, dass er da noch um einiges besser aussieht. Wir werden es zu sehen kriegen. Er wird dann ja demnächst hier bei mir im Regal stehen. Hat euch das Video gefallen, freue ich mich natürlich auf den Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, dann dürft ihr das auch mit dem Daumen nach unten zum Ausdruck bringen. Kommentare habe ich erzählt. Was ich jedes Mal erzähle und was ich hoffe, dass es auch jedes Mal eintrifft, ist, dass wir uns bei meinem nächsten Video gesund wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.